heute. Wir freuen uns sehr, dass du auch heute wieder zu Hause bei uns im Kindergarten bist. Auch heute bekommst du eine Idee zum Spielen, Tanzen, Singen, Turnen, Zählen. Mal schauen, was kommt. Viel Spaß! An der Lieselott ist es langweilig. Auf diesen Sonntag hat sich die Lieselott schon lange gefreut. Heute hat sie mit der Bäuerin und mit dem Pöstler auf der Wiese ihren Drachen steigen lassen. Aber als die Bäuerin ins Stall kommt zum Melken, hat sie ganz nass ausgesehen. Draussen regnet es. So ein Mistwetter, hat die Bäuerin gesagt. Heute können wir nicht für uns den Drachen steigen lassen. Gell, Lieselott, hat die Bäuerin gesagt. Ich denke, ich glaube, du gescheiter heute mal die Gelegenheit nutzen, wenn es schlecht Wetter ist, und die ganze Küche aufräumen. Das wollte ich schon lange mal machen. Und der Pöstler, der kann auch nicht kommen. Bei diesem schlechten Wetter tut er all seinen Bürokram erledigen. Aber du weißt dich schon zu beschäftigen, Lieselott. Dir kommt doch immer etwas in Sinn. Und so ist die Bäuerin nach dem Mähen wieder aus dem Stall gegangen, zum Küche aufräumen. Kein Drachen steigen. Ja, natürlich hat sich die Lieselott gut können allein beschäftigen. Aber Gummitwist allein. Oh, macht irgendwie nicht so Spass. Und das Putzli hat einfach zu viele grüne Teile gehabt. Und die Märli-Schallplatte, oh, die kann sie jetzt auswendig. Und das Bilderbuch könnte sie auch von zuvorderst bis zuhinterst. Oh, mir ist langweilig, hat Lieselott gedacht. Mir ist schrecklich langweilig. Was soll ich noch machen? Also ist Lieselott aus dem Stall und hat geschaut, was die anderen Tiere so machen. Vielleicht kann sie irgendwo etwas weit machen. Aber die Hühner, die haben sich gerade unterhalten. Über so Hühnersachen. Da ist Lieselott nicht rausgekommen. Und mit der Bibel hat sie auch nicht spielen können. Ist Lieselott einfach zu gross. Und bei der schlafenden Säu war zwar ganz gemütlich, aber Lieselott war einfach nicht müde zum Schlafen. Und das Pony und die Geiss, die haben hier nämlich gerade schon Brettspiele angefangen. Und Lieselott hat zwar hier mit, ein bisschen Karten haben, aber mitspielen irgendwie auch nicht. Es war auch nicht spannend gewesen. Und so ist sie mal bei der Bäuerin beim Fenster reinschauen. Ja, die ist auch beschäftigt. Die räumt die ganze Küche um. Oh, mir ist langweilig, hat Lieselott gedacht. Genau. Ich gehe doch in Estrich. Dort hat es ganz viele Spielsachen. Hat sie gedacht, das ist doch eine grosse Spielkiste. Dort finde ich sicher etwas Spannendes, hat Lieselott gedacht. Und so ist sie ins Haus rein, die Leiter rauf, bis in den Dachstock in Estrich rauf. Dort oben hat sie viele Spielsachen. Und sie hat umgeschaut, was sie jetzt spielen können. Aber irgendwie hat sie nichts gefunden, wo sie jetzt gerade Lust hat zu spielen. Kein Spiel hat sie Lust zu spielen. Was für ein langweiliger Nachmittag, hat sie gedacht. Die Bäuerin ist in der Küche und der Pöstler ist im Büro. Doch dann hat Lieselott etwas gesehen. Sie hat etwas gesehen, das sie brauchen kann, um zu spielen.
Kartoffelsalat mit dem Schlitten. Das Wetter ist ja draußen ganz schlecht zum Drachen steigen lassen. Dann muss ich das halt drinnen machen, hat sich Lisa gedacht. Und so hat sie ganz leislich im Haus, im Stegenhaus, alles zusammengebaut, was sie für das braucht. Nämlich den Schlitten auf die Stegen, das sausen wir runter, dann eine Kurve, ausgelegt mit Matte und Teppich, und da vorne, wo der Ventilator ist, und dann steigt doch der Drache, hat sich Lisa gedacht. Ein ganzer Parkour durchs Haus, das funktioniert. Jetzt muss Liselott nur noch den Drachen aus dem Stall holen. Beim Rausgehen hat sie kurz in die Küche hineingeschaut. Ach gut, die Bäuerin ist immer noch voll beschäftigt. Dann wird sie nicht merken, was ich gerade für einen Plan habe. Sie ist im Stall, ist den Drachen holen und ist wieder leislich ins Haus hineingeschlichen. Was sehr schon schief gegangen, hat sich Liselotte gedacht. Und sie hat sich parat gemacht. Auf die Plätze, fertig, ruhig. Aber statt abzubiegen in der Kurve, ist sie einfach gerade ausgesaust in die Küche rein, wo die Bäuerin arbeitet. In einem Karacho und in einem Krach hat es donnert. Und Liselotte ist in die Küche hineingefahren mit dem Schlitten. Die Bäuerin hat grosse Augen gemacht und hat Liselotte angeschaut. Ha! Liselotte, hast du mir jemandem helfen? Das ist aber nett von dir. Obwohl, ich glaube, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Jetzt ist ja noch ein grösserer Chaos als vorher. Ich glaube, wir machen jetzt erst eine Pause, hat sie zu Liselotte gesagt. Und draussen hat es schon fast aufgehört zu regnen. Komm, wir gehen voraus, hat sie zu Liselotte gesagt. Und einen kurzen Moment später ist die Bäuerin mit Liselotte über die Wiese gesprungen. Liselotte hat einen Drachen im Maul und lässt ihn steigen. Und wer kommt da hinten an zu springen? Der Pöstler. Er ist fertig mit der Büroarbeit und hat die beiden gesehen von draussen und hat auch gerade mitmachen. Und alle haben gewusst, mit Liselotte wird es nie langweilig. Und wenn es euch mal langweilig ist daheim, dann schaut doch mal im Zimmer, was ihr alles habt. Und überlegt euch, was ihr mit euren Sachen sonst noch könntet spielen. Einen schönen Tag und bis gleich. Tschüss zusammen. Zum Schluss dürfen alle, die Lust haben, mitsingen.